Es ist schon etliche Jahre her, da war in meiner schönen Heimatstadt Ulm auch an einem Sonntag ein Gottesdienst und ein älterer Bruder, der betete eben auch vor der Verkündigung. Und er wollte Gott natürlich auch um seinen Segen für die Verkündigung und den Verkündiger bitten. Allerdings ist er mit den Fremdwörtern ein bisschen durcheinander gekommen. Er betete: Statt Herr legitimiere unseren Bruder, Herr liquidiere unseren Bruder. Und sie haben auch sofort verstanden, was gemeint war. Und der Herr natürlich auch. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Jeder wusste, was der Bruder eigentlich sagen wollte. Und das ist genau das Thema, mit dem wir uns an diesem Pfingstsonntag auch gemeinsam beschäftigen wollen, dass der Geist sich für uns gottgemäß verwendet. Also unser Gestammel, unsere Fehler, auch wenn wir inhaltlich in die falsche Richtung beten. Wir müssen uns kurz heranzoomen. Wir springen ja mitten hinein in den Römerbrief und wir müssen sagen, Pfingsten hat es ja mit dem Rettungsprogramm Gottes zu tun. Gott hat ein großes, großes Ziel. Das heißt, er will seinen Tempelgedanken verwirklichen. Er will nicht nur in einem Steingebäude unter den Menschen wohnen, sondern er will in den Menschen, in ihren Herzen wohnen. Und das ist das große Ziel Gottes und Pfingsten hat es natürlich damit zu tun, dass dieses große Ziel Gottes mit den Erstlingen der Gemeinde angefangen hat, Wirklichkeit zu werden. Wir haben Gott in uns, Christus in uns, den Geist in uns, Leben Gottes. Wir haben Hoffnung, wir haben Zukunft. Dieser Tage sollte ich einen Artikel für eine Zeitschrift schreiben. Gibt es Hoffnung für diese Welt? Ja, was kann man da sagen? Sieht ja irgendwie auch duster aus, wenn man ein bisschen die Augen offen hat. Aber es gibt Hoffnung und die Hoffnung hat einen Namen. Die Hoffnung heißt Jesus Christus. Und er hat sich durch seinen Geist für Zeit und Ewigkeit mit den Seinen verbunden. Und das gibt wirklich Anlass zur Hoffnung. Wenn wir jetzt den systematischsten Brief des Apostels Paulus, den Römerbrief, einmal kurz anschauen und die Linie ziehen zu unserem Text, und das geht ganz schnell, dann müssen wir sagen, in den ersten Kapiteln sagt der Apostel Paulus, alle Menschen sind Sünder. Alle. Ausgenommen natürlich die, die heute Morgen da sind. Alle Menschen sind Sünder. So beginnt das Evangelium. Dass man erkennt, ich kann vor Gott nicht bestehen. Da ist kein Gerechter. Und dann kommt diese Fanfare, dieser Jubelruf. Und ich weiß noch, wie ich vor 32 oder 33 Jahren zum Glauben gekommen bin. Umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Ich bin gehüpft vor Freude. Meine Sünden sind mir vergeben. Ist das nicht wunderbar? Der Herr hatte Sehnsucht nach mir. Der Herr hat Sehnsucht nach dir. Der Herr hat Sehnsucht nach der ganzen Welt, nach den Menschen. Und hat einen Weg gefunden, in unsere Herzen zu kommen, uns zu reinigen, uns zum Tempel seines Geistes zu machen. Und dann in den Kapitel 5 bis 7 werden die Konsequenzen kurz, na, so kurz ist es gar nicht dargestellt, Friede mit Gott, so ganz individuell. Shalom, es ist alles wieder okay. Wir reden miteinander, wir haben Gemeinschaft. Dann der große Ausblick des Apostels Paulus, die Lebenslinie durch Christus wird der Todeslinie des ersten Adams gegenübergestellt. Dann haben wir in Kapitel 6 die Freiheit vom Sündenprinzip und dann Kapitel 7 geht es wieder ein bisschen in den Keller, wenn Sie das schon mal aufmerksam gelesen haben. Da kommt der Glaubensmensch in die Krise und durch die kommt keiner, ohne dass es auch existenziell erlebt, wenn er wirklich ein Glaubensmensch ist, einfach so durch. Das ist die Phase des ständigen Fallens und Aufstehens. Dann kommt Römer 8. Das Leben im Geist, das Siegesleben im Geist. Römer 7, da geht es ganz oft um das Ich und ganz selten um Gott und um Jesus Christus. Der Geist kommt gar nicht vor. Römer 7 ist das Kapitel, wo die Seele, die fromme Seele versucht, ein Siegesleben zu führen und sie kann es nicht. Bis dann dem Geist Gottes Raum gegeben wird. In Kapitel 8 kommt nie ich. Aber mindestens 20 Mal der Geist. Also das achte Kapitel hat es mit dem neuen Leben im Geist zu tun und logischerweise dazu braucht man den Heiligen Geist. Und das ist ja, was wir an Pfingsten in besonderer Weise in Erinnerung haben. Shavuot, das ursprüngliche Vorbildfest in Israel,
Für Pfingsten ist ja das Fest der Erstlinge gewesen. Und so haben an Pfingsten am 50. Tag nach Ostern die Erstlinge der Gemeinde den Geist Gottes empfangen. Und damit ist die neue Welt Gottes in die Herzen der ersten Menschen hereingebrochen. Und in diesem neuen Leben können wir auch das ständige Fallen und Aufstehen überwinden durch den Geist Gottes. Allerdings, es gab ja in der Kirchengeschichte immer wieder auch die Meinung, man könne das schon zu Erdenzeiten hundertprozentig verwirklichen. Also, dass man gar nicht mehr sündigt. Wenn ich diese Passage sage, denke ich immer an diesen Missionsdirektor, vielleicht habe ich es Ihnen schon mal erzählt, der gesagt hat zu seinen Mitarbeitern, also die letzten 2 Monate wäre ihm sein alter Mensch nicht begegnet. Worauf die Mitarbeiter murmelten, uns dafür aber umso mehr. Also da kann man sich ganz schön vertun. Aber im Leben des Geistes ist die Sünde ein Betriebsunfall. Es wird nicht mehr fahrplanmäßig gesündigt, es kommt nicht zum ständigen Fallen und Aufstehen, sondern es ist sozusagen die Ausnahme der Betriebsunfall, der aber immer wieder vorkommen wird. Und zum neuen Leben im Geist gehört auch das Beten. Heiko Grimmer sagt, wo die Schöpfung sich ängstet, so heißt es Römer 8, 19, da kann der Christ mit dem, der handeln und vollenden wird, reden. Er kann beten. Das ist das wichtigste Zeichen des Christus. Als die Wendung von Saulus zu Paulus geschah und der Beauftragte des Herrn, Ananias, zu Saulus gesandt wird, da heißt, siehe, er betet. Siehe, er betet. Und was bin ich froh, und ich glaube Sie auch, wenn Sie eine Beziehung zu unserem Herrn haben, dass wir beten können. Dass ich eine direkte Ansprache habe, einen direkten Draht zu dem Herrn der Herren, zu dem König der Könige, dem ich nicht egal bin, der mich liebt, der sich um mich kümmert, der Gedanken der Barmherzigkeit und der Fürsorge hat. Und dass das nicht irgendwie ganz umständlich geht. So ich habe das mal von einem Manager aus New York gehört, der war in Frankfurt in einem Luxushotel und irgendwo kam in seinem Zimmer kein warmes Wasser. Soll es auch in 5-Sterne-Hotels mal geben. Aber statt dass er jetzt an die Rezeption geht oder dort anruft, hat er in New York seine Sekretärin angerufen und hat gesagt, sie soll das bitte für ihn klären. Das hat die Dame auch gemacht, die hat in der Agentur in London angerufen und die Londoner Agentur, die die Reise eben gemanagt hat, die hat dann in Frankfurt angerufen. Die haben gesagt, ja, wir kümmern uns sofort drum. Das ging wieder nach London und das ging wieder nach New York und dann hat man versucht, den Manager, eben die Sekretärin zu erreichen, aber da war die Nacht schon rum. Wir haben einen direkten Draht. Sie haben Not, rufen Sie zum Herrn. Sie freuen sich, danken Sie dem Herrn. Das ist so wunderbar, das ist so ein Geschenk, das ist das Atmen der Seele. Im Beten atmet der erlöste Mensch, ohne Atem aber stirbt das neue Leben. Und jeder, der ein Gebetsleben führt, weiß auch um unser Unvermögen. Und in dem wird auch der Wunsch der Jünger groß, Herr, lehre uns beten. Und unser Text sagt, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und jetzt haben wir die große, wunderbare Aussage hier im 8. Kapitel. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. 3 Aussagen können wir aus 8, 26 und 27 herausnehmen. Erstens unsere Schwachheit im Gebet. Zweitens das Beten und Seufzen des Geistes in uns. Drittens sich für uns verwenden. Erstens, unsere Schwachheit im Gebet. Lesen wir noch mal den 26. Vers. Sie können gern in Ihr Textblatt gucken oder in Ihre Bibel. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Schwachheit im Gebet? Wir wissen doch ganz oft, ganz genau, so meinen wir, was wir beten sollen. Wir haben lange Listen persönlicher Anliegen und allzu oft gleichen sie nur Anweisungen an Gott. So und so musst du handeln, hilf dem, mach den gesund, greif da ein. Aber ist es wirklich ein Gebet gemäß dem, so könnte man wörtlich übersetzen, gemäß dem, was sein muss? Da müssen wir ehrlicherweise feststellen, wir wissen so manches Mal nicht genau, was der Herr will, und wir wissen nicht genau, was wir beten sollen. Natürlich gibt es auch Gewissheit im Gebet. Meine Frau und ich hatten vor vielen Jahren
einmal ein besonderes Erlebnis in unserem Gebetsleben. Wir haben jahrelang für jemanden gebetet, der im Alkohol Probleme hatte. Und irgendwie, ja, ging immer so weiter. Und an einem Tag, wir waren hunderte Kilometer von der betreffenden Person entfernt, an einem Tag sind wir geführt worden und ganz bewusst eins geworden und haben auch im Namen Jesu dann geboten. Und bei der nächsten Begegnung, es war ganz erstaunlich und eine wunderbare Erfahrung, sagte die betreffende Person im Gespräch, seit dem und dem Tag trinke ich keinen Tropfen Alkohol mehr. Und das war genau der Tag des Gebets. Manchmal hat man Gewissheit, aber oft eben auch nicht. Was ist denn nun gemeint, wenn Paulus von der Asthenia, von der Schwachheit im Gebet spricht? Es gibt ja zwei Alternativen. Sind wir total unfähig, richtig zu beten? Völliges Unvermögen? Oder können wir es ein bisschen und der Geist muss uns nur noch helfen? Das ist so eine Grundfrage. Und das zieht sich, diese zwei Alternativen ziehen sich auch durch die ganzen Auslegungen, die ich eingeschaut habe. Professor Wischnert oder Adolf Pohl, die gehen also in die eine Linie, die sagen, wir wissen es überhaupt nicht. Wir können überhaupt nicht beten. Adolf Pohl etwa sagt, das Neue Testament bezeugt gerade beim Vollzug des Gebets jedes Mal ein Nicht-Beten-Können. Das Unvermögen, nach Gebet zu beten. Wer betet, so Adolf Pohl, tut etwas, was der Mensch soll, aber ihm unmöglich ist. Und wenn man den Gebrauch von Nichtwissen im griechischen Grundtext sich anschaut, dann kommt das 10-mal im Neuen Testament und die anderen 9-mal scheinen diese Position zu bestätigen. Wir wissen es gar nicht. Aber kann das wirklich sein, dass wir gar nicht wissen, was wir beten sollen? Wodurch die Bibel selber Gebetsanliegen nennt und uns auch Mustergebete und Gebete zeigt, die dem Inhalt nach dem Willen Gottes entsprechen. Zum Beispiel um Liebesmehrung, Philipper 1, um Versöhnung, um Wachstum, um Sündenerkenntnis, um Vergebung, Epheser 3, Kolosser 1. Also ich habe so meine Probleme, ich weiß nicht, wie Sie den Vers bisher immer gelesen haben, mit dem wir können überhaupt nicht beten. Natürlich kann man auch nicht sagen, ich kann beten. Beides stimmt nicht. Letztlich ist es ja doch alles Gnade und Wirkung des Geistes Gottes und jedes Gebet ist ein Geschenk Gottes. Das ist für uns erstaunlich. Wir denken immer, beten ist ja eigentlich meine Aufgabe. Hören und vielleicht auch erhören ist die Aufgabe Gottes. Aber die Bibel sagt uns, wir können nicht richtig beten ohne Gott. Und wir sehen das auch in den Psalmen. Manche Psalmen sind überschrieben, zum Beispiel Psalm 32, Mismor le David, ein Psalm von David wird meistens übersetzt. Aber man kann diese Präposition auch übersetzen, ein Psalm für David. Und jeder, der die Psalmen liest, zum Beispiel Psalm 51, Psalm 37, der merkt, wie hier eine Seele atmet, wie sie aus der Enge durchbricht ins neue Licht einer erneuerten Gottesbeziehung. Das ist ein Geschenk, das kann man nicht machen. Jedes Gebet ist ein Geschenk, jeder Psalm, der gebetet wurde, ist ein Geschenk Gottes. Natürlich war der Mensch beteiligt. Und Sie werden lachen. Ich bete oft, bevor ich bete, dass ich beten kann. Das ist ein Geschenk. Und da muss man vielleicht auch erstmal still sein. Nicht viele Worte machen. In die Kontemplation, in die Anbetung, in die Ruhe kommen. Dieses schnell, schnell, das funktioniert vor Gott nicht. Gott wirkt dann auch ganz ungewöhnliche Gebete. Ich habe dieser Tage von einem fast 90-jährigen Bruder eine Zusendung von einigen Dingen bekommen. Darunter war das Gebet eines Senators Joe Wright. Das ist allerdings schon 20 Jahre her, aber das war für mich so eindrücklich. Er war der Mann, der im Parlament des US-Bundesstaates Kansas die neue Wahlperiode des Senats zu eröffnen hatte. Und da wird noch gebetet. Ich habe einem geschrieben, na das wäre ja mal was, wenn im Bundestag zu Beginn der Legislaturperiode noch gebetet wird. Das Geschrei möchte ich dann hören. Da müsste man dann auch einen Imam einladen und so weiter. Sie können sich's vorstellen. Und nun betet Joe Wright. Alle haben die üblichen Allgemeinsätze erwartet. Himmlischer Vater, wir treten heute vor dich und bitten um Vergebung
und suchen deine Weisung und Führung. Wir wissen, dass dein Wort sagt, wehe denen, die Böses gut nennen. Aber genau das haben wir getan. Wir haben unser geistliches Gleichgewicht verloren, unsere Werte verdreht. Wir bekennen, wir haben die absolute Wahrheit deines Wortes lächerlich gemacht und das Pluralismus genannt. Wir haben andere Götter angebetet und das Multikulti genannt. Wir haben Perversion gut geheißen und das alternativen Lebensstil genannt. Wir haben die Armen ausgebeutet und das ihr Los genannt. Wir haben unsere Ungeborenen getötet und das Selbstbestimmung genannt. Wir haben Menschen, die Abtreibung vornahmen, entschuldigt und das Recht genannt. Wir haben es vernachlässigt, unseren Kindern Disziplin beizubringen und das Selbstachtung genannt. Wir haben Macht missbraucht und das Politik genannt. Wir haben den Besitz unseres Nachbars beneidet und das Strebsamkeit genannt. Wir haben den Äther mit Pornografie und weltlichen Dingen verschmutzt und das Pressefreiheit genannt. Wir haben die Werte unserer Väter belächelt und das Aufklärung genannt. Erforsche uns, o Herr, und erkenne heute unser Herz. Reinige uns von allen Sünden und mach uns frei davon. Führe und segne Männer und Frauen, die gesandt sind, um uns in das Zentrum deines Willens zu führen, dass wir offen danach fragen, im Namen deines Sohnes, des lebendigen Erlösers, Jesus Christus. Haben Sie von diesem Gebet in der Presse, gut, ist schon länger her, aber ich bin eigentlich sehr aufmerksam, was so veröffentlicht wird und was so in den Medien geschieht, davon habe ich nichts gelesen. Sowas wird einfach auch bei uns unterdrückt. Mark Twain sagt zu Recht, eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Und so funktioniert auch unsere Medienlandschaft heute. Und in Römer 1,18 heißt, dass die Wahrheit bewusst unterdrückt wird. Und die Wahrheit hat einen Namen. Es ist die Wahrheit über den Sohn Gottes. Es ist der Sohn Gottes selber. Also zurück zu unserem Gebet. Wir sind ja immer noch an der Frage mit diesen Alternativen. Vielleicht können wir es so sagen. Erstens, wir kennen sehr wohl geistgemäße Gebetsanliegen, können diese allerdings nicht auf der Herrlichkeitsebene, auf dem Niveau Gottes formulieren und vorbringen. Da ist so eine Diskrepanz, da ist so ein Unterschied, da ist so eine Differenz. Wenn wir es schon mal ganz äußerlich sehen, unsere Form, die Sprachgewalt, die äußere Erscheinung, das ist so, ich weiß gar nicht, gibt es das Wort inkompatibel, aber Sie wissen, was ich sagen will. Also es passt nicht, ist besser, man sagt es auch auf Deutsch, ja. Es passt nicht, es passt einfach nicht. Das wird uns gar nicht so bewusst, das wird aber dann bewusst, wenn mal diese Welt Gottes in unsere Welt, jedenfalls mit einem, wie in einer Tür, die einen Spalt geöffnet und dann fällt so ein Licht rein. Und dann Menschen, auf denen dieser Lichtstrahl fällt, die merken augenblicklich, ich bin überhaupt nicht kompatibel mit der Welt der Herrlichkeit Gottes. Das fängt schon ganz äußerlich an. Sein Gestammel. Aber das Schöne ist ja, dass in unserem Text auch steht, dass wir im Geist, also nicht in unserem Text, aber in Römer 8, dass wir im Geist rufen dürfen, Papa, Papa, lieber Vater. Na, es heißt in der Bibel ein bisschen anders, es kommt das aramäische Abba. Aber das aramäische Abba, das war der Ruf, den der kleine Junge zur Zeit Jesu in Jerusalem in den Gassen hatte, wenn er nach seinem Vater gerufen hat. Papa, Papa, ich stecke hier fest, Papa, hilf mir, die großen Jungs wollen mich verdreschen. Das war für das Judentum, allein zu sagen, dass Gott unser Abba ist, ist total anstößig. Und genau das ist das richtige Bild. Natürlich ist es ein Gestammel, natürlich ist es auch inhaltlich oft mangelhaft. Aber wenn Sie kleine Kinder haben und die kommen und ja, bringen ihre Wünsche, ihre Anliegen, ihre Sorgen, ihre Ängste, da geht ihnen doch das Herz auf. Das ist doch wurscht, wie der gerade mit verrissenen Hosen oder sonst wie vor ihnen steht und die Rotze läuft mal wieder runter oder sonst irgendwas und was er da für seltsame Wünsche hat. Es ist ihr Kind. Der Papa ruft. Sie können nicht alles erhören. Können nicht alles erhören. Aber ihr Herz wird eins mit diesem Kind. Das ist so wunderbar. Wenn wir es materiell betrachten, müssen wir sagen, wir wissen oft auch nicht, was wir beten sollen. Hedwig von Redern hat ja 1901 das Lied gedichtet, weiß ich auch den Weg nicht, du weißt ihn wohl. Das heißt, wenn man den Weg nicht weiß, dann kann man auch nicht unbedingt nach dem Willen Gottes beten. Deswegen sollten wir im Gebet eine gewisse Zurückhaltung haben und durchaus auch Formulierungen gebrauchen. Und das ist nicht Glaubensschmach, so es dein Wille ist. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Herr, ich weiß es nicht, aber ich leg's dir hin.
ich leg's dir hin. Und der Geist betet unaufhörlich in uns, vertritt uns, setzt sich engagiert für uns ein. Und er kann auch ganz ungewöhnliche Gebete dann bewirken. Also Gebete gegen unseren Willen, das ist schon schwierig, aber schon fast in diese Richtung geht das, was ich dieser Tage gelesen habe von Iranern und anderen Moslems, die, also fast hätte ich gesagt, massenhaft zum Glauben kommen, jedenfalls vielfach zum Glauben kommen. Und ich weiß nicht, ob sie ihren Finger so ein bisschen am Puls der Entwicklung des Evangeliums haben oder ob sie verschlafen in ihrer Ecke sitzen und eigentlich gar nicht mitkriegen, was so geschieht in der weltweiten Gemeinde. Und da muss man sagen, ganz, ganz oft geschieht das durch Träume im muslimischen Raum. Bei uns so gut wie nie, aber dort ist es fast Standard, dass sie träumen, sie sollen dorthin gehen oder dahin und dann kriegen sie eine Bibel oder sonst irgendwas. Oder Jesus erscheint ihnen im Traum. Ganz oft, am Anfang war ich da total skeptisch vor etlichen Jahren, dachte ich, na kann das sein, ist da noch alles koscher, passt das so mit meiner Lehrauffassung? Dann sagt der Herr, deine Lehrauffassung ist mir nicht wichtig, ich mache das so. Und das ist so. Da müssen Sie nur mal, da können Sie Muslime fragen. Das ist fast Standard in der muslimischen Welt. Manchmal, ich weiß von einer Pakistani, die in einer hohen geistlichen Familie zu Hause war und die der Herr plötzlich so angesprochen hat. Das hatte natürlich Konsequenzen. Und so ging es auch einem Terroristen von Arafat, einem Scharfschützen, der viele Menschen erschossen hat und der dann, als er zum Glauben kam, furchtbar darunter gelitten hat, Tas Sadar, und der natürlich Israel gehasst hat. Und jetzt bei einem seiner ersten Gebete, er weiß, er kann sich selber nicht erklären. Er hört sich zu seiner eigenen Überraschung beten, dass Gott Israel segnen möchte. Du bist wahrer Gott und o Gott, segne dein Volk Israel. O Herr, führe sie zurück ins verheißene Land. Bisher hat er immer gedacht, die Juden verdienen doch den Tod. Und was ganz Ähnliches hat ein syrischer Moslem erlebt, der zum Glauben gekommen ist, Adnan. Er sagt, als ich auf die Knie ging, um meinen ersten Gebete zu beten, war ich nach dem Gebet fassungslos, denn ich betete für das Volk Israel. Als ich fertig war, fragte ich mich, wie und warum diese Worte über meine Lippen kamen, aber ich wusste, dass diese Worte vom Herrn kamen, der mein hasserfülltes Herz gegen das Volk Israel und somit auch gegen die Juden reinwusch und mich somit befreite. Der Herr betet in uns. Kommen wir zum zweiten und dritten Punkt, das Beten und Seufzen des Geistes in uns, das Verwenden drittens des Geistes für uns. Hier könnte man ja denken, naja, also der Herr ist so herrlich und so wunderbar und vollkommen und rein und das sind wir. Vielleicht immer mit den gleichen Problemen, immer mit den gleichen Sünden, immer mit dem gleichen Mist und Dreck unseres Lebens. Und irgendwann, unter ganzen Schwachheit und Elendlichkeit und der ganzen Soße, in der wir auch im Leben so stecken, und das wird doch dem Herrn, das ist doch dem zuwider, damit will doch er nichts zu tun haben. Und jetzt sagt uns unser Text, dass Gott genau das Gegenteil macht von dem, was man in der damaligen Götterwelt vielleicht von den Göttern gedacht hat. Gott erbarmt sich unserer, nicht nur, dass er sagt, ich verstehe das, sondern er kommt in diese Welt, geht in uns im Geist noch einmal den Niedrigkeitsweg. Er kommt in die Soße deines Lebens, er leidet mit uns und er betet für uns und er verwendet sich für uns. Gott ist sich dafür nicht zu schade. Es ist schon so schön, wenn Menschen sich in schwierigen Situationen mit einem solidarisieren. Das ist doch schön. Ja, gibt ja diese Fahrkartenautomaten und vielleicht ist Ihnen auch schon passiert, dass Sie da irgendwie nicht klargekommen sind, also oder bei diesen Eincheckautomaten da am Flughafen. Und wenn da noch so eine Schlange hinter Ihnen ist, das kann einen schon nervös machen, ja, und der erste murmelt da hinten, was macht denn der Schussel da vorne, ist er zu dumm, auf die Knöpfe zu drücken? Oder neulich, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, das war ganz erstaunlich. Wenn man irgendwie ein Finanzgeschäft macht, dann muss man ja manchmal seine Identität, wenn es ein bisschen weiter weg ist, über Postident nachweisen. Ja? Man muss also Post gehen, Ausweis zeigen und der hat dann bestätigt, dass Sie auch der sind, der auf dem Ausweis ist und da jetzt dieses Ding einschickt. Jedenfalls, das geht jetzt auch übers Internet und da hatte ich plötzlich eine Dame an meiner Kamera und ich musste meinen Ausweis, den musste ich dann knipsen und so.
Und es hat nicht so geklappt, immer irgendwie, nein, Sie müssen drehen, nein, Sie müssen anders drehen, nein, doch nicht so drehen. Und ich bin schon ganz nervös geworden, die guckte mich immer so an, aber die blieb immer freundlich, aber mich hat's nervös gemacht, weil ich dachte, die denkt, so einen Schussel. In der Zeit hätte ich schon 3 erledigen können, wo ich nur mit dem beschäftigt bin. Und wie schön ist dann, wenn jemand den Arm uns legt, sagt, ich helfe Ihnen. Ist mir auch schon passiert. Da fällt wie so eine Last von einem. Und das macht Gott. Das macht Gott. Er verachtet uns nicht. Und das ist so wunderbar. Der Vater nimmt das Gebet seines Geistes für uns, als wär's von uns. Also im König haben wir es ja nicht mehr so, aber trotzdem, wir verstehen das Bild. Sie haben Audienz beim König und bitten ihn um bestimmte Dinge, aber sie kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe. Sind vielleicht auch furchtbar nervös. Und auch inhaltlich, das passt irgendwie nicht. Und jetzt würde dieser König von seinem Thron aufstehen, nach unten gehen, den Arm um sie legen und sich zum Thron, der jetzt ja verwaist ist, drehen und in einer perfekten Weise den Arm um sie gelegt, ihr Anliegen vorbringen. Danach geht er wieder auf den Thron und sagt, das ist wunderbar, das will ich tun. Das macht Gott. Trinitätsprobleme wollen wir jetzt nicht wälzen, gell? Ich denke immer noch an das Wort. Hans-Joachim Eckstein sagt, es wird immer schwierig, wenn man im Gebet in der Trinität rumbetet. Also in Wirklichkeit ist ja der Geist und der Vater sitzt auf dem Thron. Aber wir lassen das. Es geht nur um dieses wunderbare Welt. Manche haben ja so eine komische Vorstellung. Ja, da ist der Vater, der ist streng. Der Vater hat etwas von einem deutschen Schäferhund. Aber so einem scharfen, so einem richtigen halt. Und dann ist der Sohn und vielleicht noch der Geist, und der ist milde. Und wenn der Vater gerade wieder, dann fällt ihm der Sohn in Arm. Bitte um meinetwillen nicht. Manche haben so ein Gottesbild. Und das ist total falsch. Der Vater selbst hat euch lieb. Der Vater hat den Sohn gesandt. Der Vater hat den Geist gesandt. Der Vater möchte, dass der Geist in uns ruft. Aber, lieber Vater, der Vater möchte, dass der Geist sich für uns verwendet. Er lässt uns nicht allein in unserer Schwachheit. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Er selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Er leidet mit. Wir haben ja 3-mal das Seufzen in Römer 8. Einmal der Kreatur, einmal der Kinder Gottes und einmal des Geistes Gottes in uns. Und für das Wort vertritt, da steht eigentlich noch eine Präposition. Hyper, das heißt, er überverwendet sich für uns. Also es ist eine Verstärkung. Das kann man so sagen, er ist vehement für uns. Er tritt total für uns ein. Er ist total engagiert. Das ist nicht so nebenbei, das mache ich dann auch noch, wozu du da nicht in der Lage bist, sondern ich bin in deinem Leben vollkommen involviert. Ich bin total engagiert. Das ist Gott. Alles, was dich betrifft, betrifft mich. Und ich habe mich auf Zeit und Ewigkeit mit dir eins gemacht. Und ich bin vollkommen engagiert in deinem Leben. Ich bin ganz dabei. Ich habe ja beruflich früher viel mit Anwälten zu tun gehabt. Und klar, man kann im Beruf nicht immer alles zur Herzenssache machen. Aber manchmal hat man schon gemerkt, wenn ein Rechtsanwalt eine Sache für seinen Mandanten, wo man gespürt hat, das geht ihm jetzt selber nahe, das ist ihm jetzt Herzensanliegen. Da kam eine ganz andere Power, eine ganz andere Vehemenz, auch eine ganz andere Eindringlichkeit und manchmal auch eine ganz andere Appellation dann eben in der Entscheidungsinstanz. Der aber die Herzen erforscht Gott, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Der Geist dolmetscht unser Innerstes und betet gerade auch da, wo wir nicht mehr weiter wissen, nicht beten können. Er betet unaufhörlich. Er leistet Schwerarbeit in uns. Während Sie so gemütlich hier sitzen, während Sie vielleicht in Ihrer Not als Mutter gar nicht mehr wissen, was Sie mit Ihrem drogenabhängigen Sohn machen sollen, verwendet sich der Geist, schreit der Geist, betet der Geist. Unsere ganze Not, unsere ganze Existenzsorgen, alles bringt der Geist gottgemäß vor den Vater. Was für ein Trost. Du kannst nicht mehr beten, es betet einer. Du weißt nicht, was du sagen sollst, es ist einer da, er betet. Gerade jetzt, wo du nicht mehr kannst, kann er. Und das ist schon so ein bisschen der Schlüssel, dieses
Beten des Geistes in uns ist kein Alleingang des Geistes, sondern es ist Teamwork. Es ist Zusammenarbeit mit uns. Und ich kann Ihnen jetzt zwei griechische Wörter nicht ersparen, um das deutlich zu machen. Synantilambanomai heißt das Wort, er nimmt sich unserer Schwachheit an, er nimmt sich an. Und das, so viel Griechisch kriegt man noch alle hin. Syn, da merkt man schon, das hat was, das geschieht gemeinsam. Das ist Teamwork. Er macht sich eins mit uns, nicht gegen uns und nicht ohne uns, sondern mit uns. Er macht sich eins. Aber Synantilambanomai heißt annehmen. Anti heißt nicht gegen, sondern Anti hat eine zweite Bedeutung, anstelle für uns. Auch das gibt es. Also er macht sich eins mit uns, betet mit uns und manchmal auch anstelle für uns, wo wir nicht können oder nicht richtig wissen, was wir beten sollen. Beides. Und so solidarisiert sich Gott durch seinen Geist mit unserer Schwachheit. Er packt mit uns an und er packt an unserer Stelle an. Bauer Arland gibt dieses Wort wieder, sich einer Sache gemeinsam annehmen. Ist doch Gott selber für uns. Steht in Römer 8. Gell, sie nicken alle. Ich kenne das auch. Sie nicken alle. Ja, Gott ist für uns. Aber wenn man dann unten durch muss oder wenn dann bestimmte Dinge im Leben vorgefallen sind, dann schafft es der Feind durchaus, den Widerhaken in unser Leben und unsere Seele und unser Herz zu setzen. Ob Gott mich wirklich liebt? Ob Gott jetzt wirklich noch für mich ist? Das steckt, diese Angst steckt so tief in uns drin, dass wir das immer wieder neu erfassen dürfen. Gott ist hundertprozentig pro. Hundertprozentig. Das heißt nicht, dass er alles gut findet. Ein Vater und eine Mutter sind doch im Normalfall hundertprozentig hinter ihren Kindern, finden aber auch nicht alles gut. Aber die Liebe steht nie in Frage. Und das ist das Wunderbare, dieser Einswerdung, dieses Gott ist da, Gott kümmert sich um uns, Gott betet für uns, Gott lässt uns nicht. Wir haben dieses Kooperationsmodell zum Beispiel bei David und Goliath, wir haben ja vor einigen Monaten darüber mal gesprochen, ist schon 2 Jahre her, glaube ich. Naja, jedenfalls, warum muss der David da hingehen? Der Herr hätte auch einen Blitz vom Himmel kommen lassen können. Herzinfarkt. Schlaganfall, der Typ stolpert, haut sich die Stirn an, boing, auch zu Ende. Also ich meine den Goliath. Nein, wir haben wieder dieses Kooperationsmodell. Während das ungläubige Volk, also im Sinne, sie können sich nicht vorstellen, dass man so einen Riesen, der ist so groß, gegen den können wir nicht gewinnen. Und David sagt im Glauben, im Vertrauen auf Gott, der ist so groß, den kann ich nicht verfehlen. Also so ein Typ wie ich, nur mehr in die Länge gerichtet. Den kann man nicht verfehlen. Aber das Entscheidende macht Gott. Aber David musste hin. Synantilambanomai, sich einer Sache annehmen für uns machen, heißt nicht, dass wir nicht beten sollen. Heißt nicht, dass wir nichts tun sollen. Heißt nicht, dass wir nicht dienen sollen. Aber dass wir in Schwachheit dienen und dass wir uns dieser Schwachheit bewusst sind, dass wir in Schwachheit beten und dass wir uns dieser Schwachheit bewusst sind und wissen, ohne den Herrn kann ich nichts, aber mit ihm. Und so ging David hin. Das ist das Modell. Und das setzt natürlich voraus, wie beim Evangelium, dass wir Sündenerkenntnis haben, so setzt dieses Modell voraus, dass wir unsere Schwachheit wissen. Wenn sie stark sind wie Laodicea, kann der Herr nicht wirken. Dann funktioniert dieses Kooperationsmodell nicht, weil sie selber rudern. Römer 7. Aber es wird nicht klappen. Und wenn man dann seine Elendigkeit, seine Schwachheit erkennt, aber das Gott in den Schwachen und Elenden mächtig ist, dann kommen wir nach Römer 8. Heißt nicht liegen bleiben. Heißt nicht in Römer 7 liegen bleiben. Ja, es klappt ja doch nicht. Ich bin schwach. Heißt nach Römer 8 gehen. Ins Siegesleben gehen. In das Überwinderleben. Ich weiß nicht, wie Ihre Nächte verlaufen. Aber wenn man manchmal nachdenkt in der Nacht, irgendwie sind die Schatten in der Nacht besonders lang, geht es Ihnen auch so? Und was bei hellem Sonnenschein ganz locker von der Seele zu nehmen ist, das kann einen nachts ganz schön zusetzen. Kennen Sie das? Und mir wird in den letzten Monaten ein Wort, das der Herr, dem Synagogenvorsteher des Töchterlein Jairus, sagt, ganz groß. Der hatte ja auch, er holt den Herrn in größter Not, ist eine gute Sache.
Und dann kommen die anderen, jetzt kann sie ihn lassen, sie ist gestorben. Und dann sagt Jesus, also da ist ja eine Welle der Finsternis und der Dunkelheit über diesen Mann und seine Frau hereingebrochen. Und dann sagt Jesus, nicht fürchte, mephobu, vertrau nur. Nicht fürchte. Und sie fürchten sie vielleicht auch vor der Zukunft, vom Altwerden, vor der Krankheit, vor den Schmerzen, vor der Einsamkeit. Aber der Herr ist da. Nicht fürchte, vertraue nur. Also wir haben dieses Kooperationsmodell. Das ist nicht der rabbinische Synergismus, wo wir am Heil mitwirken, und das ist auch nicht das katholische Verständnis, wo der Mensch etwas tut und Gott gibt dann den Rest, sondern es ist die Wirksamkeit der Gnade in uns. Paulus hat es für sich in 1. Korinther 15, Vers 18 wunderbar auf den Punkt gebracht. Mal die Brille abziehen, nee, ist Vers 10, so ist es halt jetzt so langsam da. Es ist Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Und jetzt sagt er nicht, und in der Gnade habe ich nichts getan, in der Gnade habe ich zugeguckt, wie Gott alles will, sondern syn anti lambanomai, Kooperationsmodelle. Mit dir gemeinsam packen wir die Sache an, und ich mache manche Dinge auch ganz ohne dich. Ist nicht vergeblich gewesen, die Gnade, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir Sünd ist. So gilt also dieses Gebetsmodell nicht nur eben für das Gebetsleben, sondern ganz generell. Gott ist solidarisch. Gott erbarmt sich der Schwachen, der Elenden. Gott hat sich erbarmt, als er seinen Sohn sandte, für unsere Schuld und für unsere Sünden. Wir wären aus der Soße nie herausgekommen. Vergebung wäre nie möglich. Gott erbarmt sich jetzt, hier, heute, er ist mit uns. Und Gott wird uns nicht lassen in alle Zukunft. Er ist mit uns bis an das Ende der Tage und in alle Ewigkeit. Vollkommene Solidarität. Gott macht sich an Pfingsten bleibend eins mit uns. Das ist nach meinem Verständnis, und da hat mir Erich Fromm in seinem Buch Die Kunst des Liebens sehr geholfen, vor 35 Jahren bald, dass die Urangst des Menschen allein zu sein, nicht geliebt zu werden. Nicht Freud hat recht, alles kommt aus der Libido und so, sondern Fromm, dieser jüdische Psychoanalytiker, ich glaube nicht, dass er eine Glaubenshandlung hat, aber er hat die richtige Diagnose getroffen. Der Mensch tut alles, um geliebt zu werden. Oder mit anderen Worten, er tut alles, um nicht allein zu sein. Und jetzt sagt Gott, du bist nie mehr allein. Und wenn sie dich alle verlassen, und wenn sie dich alle nicht verstehen, und wenn sie sich alle an dir ärgern, und wenn alle Anstoß an deiner Schwachheit, an deinem Leben nehmen, ich nicht. Das ist ein Wort. Das ist Treue. Und dann kann man mit Gott mutig seinen Weg gehen. Und dann dürfen wir immer wieder neu das ergreifen, auch in schwierigen Verhältnissen. Ach Herr, du bist ja da. Ich denke immer an die Elok. Na gut, jetzt eine Elok, die hat ja eigentlich Kraft, aber eigentlich doch nicht. Wenn Sie bei der Elok den Bügel runternehmen, dann kann die gar nichts. Dann kriegt die nicht mal einen Teller mit Käse hier von der Schiene gezogen. Gar nichts kann die. Aber in dem Moment, wo sie den Bügel oben an der Stromversorgung hat, da kann sie große Lasten ziehen. Da kann sie funktionieren. Und manchmal mache ich das. Hand am Thron, Jahres, Herr Jesus. Und es ist so schön, wir brauchen ihm gar nicht alles zu bringen und zu sagen, er weiß sowieso alles. Ich krieg's manchmal selber nicht hintereinander. Herr Jesus, du weißt um alles. Ich werf mich jetzt dir zu Füßen, ich hänge mich an dich, und dann darf Strom fließen. Dann kriegt man wieder Kraft. Dimitri, vielleicht haben Sie seine Geschichte, und damit will ich schließen, hat das auch in wunderbarer Weise erlebt.
muss noch in der frühen Sowjetunion gewesen sein und er hat eine Hausversammlung begonnen und zunächst haben die Behörden das toleriert, aber wurde immer größer und als 25, 50 wurden, haben sie ihn verwarnt, dann hat er nicht gehört, weiter gepredigt, Wald und auch die Hausversammlung weiter. Dann wurde seiner Frau der Arbeitsplatz genommen, sie war Lehrerin, er wurde arbeitslos, die Kinder wurden in der Schule unterdrückt. Und als er immer noch nicht aufhörte, da haben sie ihn 25 Jahre weggesperrt. Und Sie können sich vorstellen, er wusste überhaupt nichts von seiner Familie. Und Sie können sich vorstellen, wie viel Kämpfe, wie viel Tränen, wie viel Leid, wie viel Not, wie viel Schwachheit, wie viel Elend. Gott hat ihn durchgedrängt. Er hat ihm die Kraft geschenkt, er hat sich solidarisiert mit ihm. Gott saß mit in dieser Soße, Gott saß mit in dieser Gefängniszelle. Gott hat mitgeweint, Gott hat mitgelitten. Und er hat geschrien und gebetet. Und Mama konnte nicht. Aber er hat eins von Gott geschenkt bekommen. Er hat jeden Morgen beim Sonnenaufgang sich ans Fenster seiner Zelle gestellt und hat ein Lied gesungen, ein Glaubenslied gesungen. Aber das haben die Wärter nicht lange geduldet. Sie kamen und haben ihn dann zusammengeschlagen. Aber er hat es trotzdem jeden Morgen gemacht. Und natürlich, Sie können sich vorstellen, 1500 Schwerverbrecher, wie die auf so ein frommes Lied am Anfang reagiert haben. Also da wurden Essgeschirr geworfen, unflätige Ausdrücke, sogar Fäkalien haben sie nach ihm geworfen. Und er hat noch eine andere Art gehabt, wo Gott ihm in seiner ganzen Schwachheit Kraft gegeben hat. Er hat immer wieder, wenn er Zettel bekommen hat, einen Bibelvers draufgeschrieben und irgendwo hingeklebt. Wenn sie ihn dabei erwischt haben oder irgendwo einen Bibelvers kleben sahen, haben sie ihn auch wieder zusammengeschlagen und geknüppelt. Dann geschah es eines Tages nach 25 Jahren, dass sie ihm sagten, dass seine Frau und seine Kinder nicht mehr leben. Und da ist er völlig zusammengebrochen. Völlig zusammengebrochen. Und da hat er gesagt, jetzt unterschreibe ich euch alles. Und das sollte am nächsten Tag geschehen. Und in der Nacht erscheint ihm der Herr und sagt, sie haben dich angelogen, es stimmt nicht. Und am nächsten Morgen sagt er, ich unterschreibe nicht, ihr habt gelogen. Und da wird er zum Tod verurteilt. Und als sie eines Tages ihn frühmorgens zur Hinrichtung schleppten, da war plötzlich aus 1500 Kehlen alle ihr Angesicht gegen Osten, Sonnenaufgang gerichtet, das Lied zu hören, das er 25 Jahre gesungen hat. Die Wärter sind so erschrocken, sie haben ihn losgelassen. Wer bist du? Ich bin ein Kind Gottes, der Majestät im Himmel. Dann wurde er entlassen. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Sie sitzen nicht in der Zelle, sonst wären sie ja nicht hier, aber sie sitzen sonst vielleicht in irgendeinem Gefängnis, kommen sich ganz allein vor, aber sie sind nicht allein. Gott ist mit ihnen. Sein Geist lebt, Jesus lebt. Wir haben Zukunft. Amen. Wir wollen beten und uns dazu erheben. Ja, lieber Vater, es ist so wunderbar. Wer hätte sich sowas ausdenken können, dass du, herrliche himmlische Majestät, dich so herabneigst, so solidarisch, so aus Liebe dich eins machst mit uns Gefallenen, mit uns Sündern. Und dass du uns nicht nur die Sünden vergibst, sondern dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Dass wir Zukunft haben, dass du mit uns durch dieses Leben gehst. In Trauer und Tränen, aber auch in der Freude. Du bist da. Du bist der Treue, der Wahrhaftige. Und du weißt jetzt um die in unserer Mitte, die einsam sind, die sich verlassen fühlen, die auch irgendwo vor dem Aufgeben sind, innerlich am Boden liegen. Ach, Herr Jesus, erreich du die Herzen und tröste sie, dass du durch deinen Geist da bist, dass du in ihnen lebst, dass du sie liebst, dass du sie nicht lässt, dass dein Geist betet, dass er sich verwendet. Und dass unser tiefstes Sehnen, unsere tiefsten inneren Herzensschreie vor dich bringt und du auf deine Weise erhören wirst. So wollen wir dich ehren, wollen dich loben und preisen. Es gibt keinen Besseren als dich. Gepriesen seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille.
vergib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.